futtern und danach auch ins Bettchen, denke ich mir. So, da können wir auch schon reingucken. Wir haben ein wunderbares Matchline für euch. Ein Best of One zwischen Mousebots und Envious. Die Franzosen gegen das europäische Lineup. Schauen wir mal direkt rein. Envious startet auf der T-Seite. Dort haben sie sich hinbegeben. Mousebots vorerst auf der CT-Seite. Stuko hat sich schon das Kit eingekauft. Genauso wie eine Smoke dabei. Sixer mit sehr viel Utility. Einem Molotov und zwei Flashes. Oh, Oscar piekt schon weit raus. Weiß jetzt aber, dass die unten schon durch sein können. Oscar trifft nicht. XMS wird das besser machen. Scream geht schon sehr aggressiv voran. Robs, oh, da haben wir ein paar Druck da drin. Scream, ja, irgendwann wird da auch vom Teammate gecallt und dann ist es halt ein leichtes für den Belgier. Robs muss vom Öl runter. Keiner von Maus trifft gerade so wirklich. Es ist nur noch Stuko. Wir haben ihn schon die Tage 1 gegen 4 klatschen sehen, aber es sieht nicht möglich aus. Die B-Bombsite ist relativ schwierig zu retaken und Stuko wird sich das Kit und die Smoke in der nächsten Runde gerne gönnen. Damit die erste Runde für die T-Seite. Ist immer wichtig, einen guten Start zu finden auf Train. Weil es immer noch so eine stark CT-beseitete Map ist. Damit schauen wir mal drauf. Also wir haben 3 MAC-10s direkt eingekauft. Scream natürlich mit seiner charakteristischen AK. 4 MAC-10s. Weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Vor allem auf, ja, also auf die Close Range kann man es gut machen, aber Sunny hat halt auch eine Waffe, die dort sehr effektiv ist in Form der CZ. Benneruckner, Stuko. Ja, Support-Spieler. Erstmal mit 3 noch über Ivy ausgespielt. Auch drüber. RPK nur mit dem Spot Richtung B. Also decken die Push-Winkel der CTs ab. RPK wird jetzt nochmal einen Blick riskieren. Sunny wird sein halbes Magazin rausschießen. Jetzt der Molotov, um die Map Control von Sunny abzuwenden. Der ist aber schon raus. Der Molotov wird ihm nichts mehr tun. Aber Sunny, der ist schon in Main reingepusht. Holt ordentlich Info. Dadurch rotieren jetzt 2 Leute rüber Richtung B. Oscar hat schon die Scout im Anschlag. Wir wissen, dass er damit ordentlich was verteilen kann. Springt aber erstmal runter. Robs unten dran mit dem zweiten. RPK kann am Ende nochmal traden von oben. Jetzt aber ein Anschuss von Oscar. Der zweite sitzt nicht. Es ist nur noch Sunny. Robs, der einzige, der ordentlich Schaden gemacht hat. Sunny. Ein Headshot und ein Bodyshot nochmal hinterher. Oscar mit dem Assist. Aber 2 Leute überleben. Und die MAC-10s sind eigentlich was zum Rauswerfen. Die brauchen sie nicht in der nächsten Runde. Obwohl eigentlich diese Runde hätten es ein paar mehr sein können. Geld farmen. Für die Folgerunden. Um das Geld also schon mal aufzubilden. Jetzt haben sie 2 neue gekauft. 2 neue MAC-10s. XMS direkt auf die AK. Also, wenn es zwischendurch laggt, das ist ziemlich sicher der Goatee wieder. Möchte ich mich für entschuldigen. Weil bei mir im OBS sieht alles klar aus. Als auch sonst. SJ, der Erste, der zu einer der SMGs zu Opfer fällt. Das Typo kriegt auch schon ordentlich was mit. Oscar, oh, die USP. Damit nochmal eine etwas bessere Waffe mitgenommen. Wir gehen wieder auf B. Also sehr B-lastiges Spiel bisher von Envious. Kriegen noch ein paar Schüsse vor den Latz, aber es wird der Fake nur. Sunny trotzdem noch dabei. Schon mal ein Headshot. Aber kann da nicht den Follow-up raushauen. Wird nochmal gewechselt. Die andere Waffe. Plan von Scream kommt rein. Oscar. Wird der vielleicht nochmal $600 mitnehmen? Wäre ganz gut für den nächsten CT-Buy. Könnte dann vielleicht sogar die AWP schon rausholen. Aber
im Moment sieht es noch sehr schwierig aus, vor allem weil APK schon bei B durchgepusht ist. Oscar wartet, dass nochmal einer ins Z reinläuft. Vielleicht sogar die AK rausnehmen bei XMS oder Scream. Tauschen, ja, Scream. Der wartet drauf, der One-Tap sitzt nicht. Stiko, ja. Wird sich auch schneller abholen. Ah, da kommt das MAC-10-Duell und Oscar gewinnt es, stirbt aber noch an der Bombe. Auf Train sind die ja relativ nah beieinander, die Bombsites. Aber Oscar, es könnte für die Glass Cannon reichen. Ah, er hat angefragt und natürlich, er schlägt zu. Die 4.750 Dollar gehen über den Tisch. Da kommt das lange grüne Rifle rüber. Schön für die, wie die Dreamhack das ja eingerichtet hat. Der Gold hat auch so Fahrten dabei. Happy. Direkt mit dem Gold über Main. Und erstmal ein bisschen Info. Ist jetzt schon fast im Sandwich drin. Styko steht hinter der Smoke und Happy. Und der bleibt einfach nur da drin. Styko guckt im richtigen Moment drauf. Hat jetzt irgendwie nochmal die Waffe mitbekommen. Wollte direkt wechseln. Gefährliches Unterfangen. Aber wird es überleben? Mehrere Smokes Richtung B. Das könnte nochmal eine Rotation rausziehen. Und zwei Leute gehen auch genau in diesem Moment rüber. Jetzt aber Robs. Vom Spot. Der ist ein richtig guter B-Anker. Aber jetzt kommt der Go über Ivy. Und das ist der komplette Fake. Sie rotieren nochmal zwei rüber bei Maus. Sehen, dass Scream zurückzieht. Und Chris Day. Oh, ein Alibi-Check von XMS. Sixer. Headshot da. Styko. Ein bisschen zu aggressiv. Jetzt muss Sunny erstmal warten auf seinen Teammate, der jetzt Richtung Old Bomb ist. Sunny geht jetzt schon raus. Das macht er gut, weil Scream das Timing verpasst hat. Sixer. Oh, das ist aber Millimeterarbeit. Sixer jetzt gespottet. Headshot sitzt. Gucken direkt Richtung Main. Er muss in die Richtung gegangen sein. Smoke auf die Bombe. Flash Richtung Popdog. Oh, Oscar wurde gesehen, Sunny ebenso, aber Sunny hat den Gegner natürlich auch gesehen. Oscar, 1 gegen 1. 10 Sekunden Defuse, der wird das doch nicht durchziehen, Scream. Er sprayt an und holt ihn durch die Smoke. Ah, unglücklich für Oscar, dass er da keinen Kit hat, aber er hat natürlich nur das Geld für die Glass Cannon. Da reicht's nicht für ein Kit. Sixer wird sich direkt die AWP schnappen und bei Maus reicht's nur für ein paar Pistols. Nächste Runde. Werden die ersten Rifles wieder rauskommen. Robs aber, der fühlt sich mit seiner 5-7 doch ganz wohl bei B. Hat damit vorhin schon mal zwei gemacht. Also, mal schauen. Robs pusht direkt bei B vor. Aber RPK, der guckt das jede Runde ab. Jetzt kommt auch noch Styko aus dem Popdog. Also, sehr schön. Styko ist nicht gespottet. Robs bekannt. RPK, da muss er doch hinterherkommen. Styko. Jetzt ist er down. RPK, er holt ihn. Styko trifft den Kopf nicht. 5 zu 0 auf T-Seite Train. Jetzt muss Maus anfangen, mal was zurückzuholen. Bisher gerne mal ausgefaked worden von Envy. Eben diese mehrere Smokes, die Richtung B reingingen. Dann doppelte Rotation, in denen sie sofort abgefangen wurden. Also, bisher schwieriges Game für die Mäuse. Doppel-AWP jetzt aber. Chris J. Der macht das gerne bei Ivy. Da spielt. Und genau das tut er auch diese Runde. Vielleicht Envy jetzt mit dem Adjustment. Passe in die andere Richtung gehen. Richtung B. Als sie wissen, Maus spielt gerne Doppel-AWP auf dem A-Spot. Robs genauso gefährlich. Jetzt die Flash von Scream und es wird auf B drauf gehen. Bombe allen voran. Robs muss irgendwie nochmal rauskommen. Er ist schon einer im Spot. Beide fallen. Oscar. Immer noch da, aber die Bombe kann geblendet werden. Jetzt kommt Scream von der anderen Seite. RPK, das ist ein wunderbarer Go von Envious. Maus kommt überhaupt nicht in die Positionen, um irgendwie die Bombe vorher rauszunehmen. Chris J. Oh, schöner Blick nochmal, aber dann ist Happy von den Zügen da. Keine Waffe für Mausbots in der nächsten Runde.
Timeout muss gezogen werden. Also, gerade läuft's nicht. Envy. On top of things. Also, für mich bräuchte Mousebots erstmal, wie sie es gerade in der Eco gespielt haben, vielleicht aggressiv aus Richtung B, APK bleibt da erstmal relativ defensiv stehen. Immer so vor dem Popdog oben. Dass es mit zwei, drei Leuten überpushen könnten. Styko jetzt sogar mit einer Max 7, genauso wie Robs. Also, gute Waffen für Popdog und B eigentlich. Styko geht direkt an, genauso wie Robs, aber der trifft nur den Bodyshot. APK und XMS überleben beide. Styko wird aber drauf warten, Scream. Oh, der aber genauso auf der anderen Seite. Steht umdrehen, jetzt einmal angesprayt. Oh, da gibt's einen Glücksknife. APK. Ja, war das er? Nee, war nicht er. Hat der gerade das Knife mitbekommen oder wurde Scream angeknifed? Alles klar, Styko von APK überpusht. Die Max 7 wird diese Runde nichts mehr regeln. Drin, Happy schon Richtung Old Bomb. Gar nicht mitbekommen. Sunny, was ein Flick. Kann vielleicht sogar die AK mitnehmen. Das versuchen. Oscar hat ein bisschen mehr HP. Sollten sie vielleicht tauschen. Genau das tun sie in diesem Moment. 6:0. Es sieht nach einem 7:0 aus. 2 gegen 3, aber eigentlich keine Chance. Sunny hat einen Mollo und eine Flash. Oscar. Geht der echt nochmal hin? Die Flash war halt super. Scream ohne jegliche Mühe. So, also wenn sie die Max 7 mitbringen, dann will ich aber auch nächste Runde mal was sehen mit dem Teil. Kann ja nichts angehen, ob die meine Kills bekommen. Also Sunny wird da aber auch noch sterben, das ist das Problem. Ja, und von links kommt schon Happy. Oh, der Instinkt. Guckt nochmal links rüber. 7:0. Wird es das urdeutsche Ergebnis 7:1? Holen die Mäuse diese Runde ihre erste aufs Scoreboard? Wieder Doppel-AWP. Letztes Mal hat es nicht funktioniert, weil Envy eher was Schnelles Richtung B gespielt hat. Also, ist abgewartet. Dann von der Manpower raus. Tyco steht Anti-Flash. Chris Day dabei. Jetzt die nächste Flash. Hat den einen gesehen auf dem Müll. Weiß jetzt nicht, ob er schon rüber ist. Aber Tyco hat den Winkel. Nächster Molotov. Oh, wer geht vor? Sixer holt den einen, aber Sixer holt den zweiten. Schlechter Trade für die Mäuse. 2:1. Und Ivy, ja, da müssten sie rüber verschieben. APK hat Robs schon gespottet. Jetzt gehen sie hoch. Nochmal eine Flash. Oscar holt den einen. Scream kriegt das Spray nicht auf die Reihe. Also aus 4 gegen 3 mach 2 gegen 3. Robs hat Happy gespottet. Schöner Big Jump. Hat er natürlich nicht funktioniert. Valve fix. Jetzt über die Rampe. Sixer aimt nur das Z an. Versuchen so schnell wie möglich rüberzukommen. Robs. Ah, sie gehen auf den Retag. Sixer geht aber schon hinten komplett hoch. Sie haben relativ wenig Utility. Eine Smoke ist noch da, eine Nate auch. Happy geht aber schon zwischen allen durch. Robs guckt auf jeden Fall nochmal rein. Jetzt hat er das Timing verpasst. Und Sunny. Refrag sitzt. Oh, Sixer. Oscar, viel zu aggressiv der Jump. Jetzt Sunny holt es. Erste Runde für die Mäuse. 10 Sekunden Defuse wird auf jeden Fall durchgehen. Da habe ich gar keine... Das ist gar keine Frage. Aber sehr kostspielige Runde.
4 Leute verloren. AWP wird gerade noch so aufgehoben in den letzten Zügen der Runde. Zu 1. Es könnte natürlich jetzt direkt der Reset sein. Mausbots ohne jegliche Utility eigentlich. Chris J. Oh, der packt die Scout aus, liebe Jungs. Wir sehen mal wieder einen Scout J. Smokes von Envy kommen rüber. Chris J. geht aggressiv, aber XMS. Die gehen so wunderbar vor, wissen genau, was sie zu gucken haben. Sunny immer noch am Dome Train, aber dann kommt APK von der anderen Seite. Zwei Leute im Z gefangen. Molotov geht hinter die Smoke, Stream unten nicht gesehen worden. Er ist jetzt schon an der Leiter dran. APK auch eben dort drüber nicht gesehen. Und er hat sogar einen Anschuss durch den Bomb Train bekommen. Jetzt sind aber beide bekannt. Scream, das wissen sie, dass er nochmal in die rechte Ecke gegangen ist, ja. Wird schwer für Oscar, er kriegt den Flick nicht und es ist der Reset für Mausbots. 1500, 1450, kein Geld. Direkt mit der Flash. Also, Envious, das sind richtig gute Exits. Wenn sie das Tempo anziehen, schicken sie zwei vor, die Richtung Sandwich, dann der andere Richtung Bomb Train clearen. Da gibt es nichts zu holen für Maus. Die sind gerade einfach von dieser Aggression von Envy völlig perplex. Sixer guckt sich das an. Chris J. wird sich die Runde von den Bildschirmen seiner Teammates angucken müssen. Denen, die noch verbleiben. Also, Envious hat mal wieder Bock auf B. Dem es die letzten paar Runden eher auf A ging. Okay. Jetzt hat er das gehört. Das ist ein einfacher Frag für ihn. Im Sandwich steht immer noch Sunny drin. Bombe bleibt aber erstmal Richtung Brownholz. Wird jetzt über Popdog verschoben. Sixer. Z. Sunny jetzt bekannt, weil er gerade gesteppt hat. Aber Sunny. Oh, er hat jetzt eine AWP. APK, aber schon da. Wird abgelenkt. Drops. Uiuiui. Sunny, kein AWP-Spieler, da hat man es gerade gesehen. Ja. 9 zu 1 Envious auf T-Seite Train. Zwei UMPs. Maus muss jetzt ein paar Runden holen. Die können nicht weiter ekon. Direkt mit der Smoke Richtung Ivy. Nächste Flash raus. Typo. Jetzt mal was Aggressiveres. Die müssen in diese Executes von Envy reingehen. Die müssen sofort gegenblocken. Das haben sie bisher nicht geschafft. Typo. Kriegt eine Flash vor den Latz. Kann die aber dodgen. Wird das wieder der Fake von Envious oder gehen sie doch dieses Mal rauf auf den Boss? Guckt auf den Bombentrain. Oscar deckt ihn von oben ab. APK. Ist verbleiben. Oh, was eine schöne Flash und APK. Was ein Brett. Drops. Jetzt bekannt und er trifft nicht. APK. Der B-Spot auf Train. Auf B-Seite ist einfach sein Revier. Sunny. Hat jetzt auch die Info über Scream bekommen. Sunny muss reingucken. Ob er den nochmal holen kann. Tut er auch. Er geht schon zurück. Styko wird schon auf dem Lordjet geholt. Sixer mit 9 HP. Wird er das echt noch mal versuchen? XMS ist tot. Und Sixer muss über die obere Rampe gehen. Sunny jetzt nicht im eigenen Molotov sterben. Oh, der Molotov geht schon runter. Und dann kommt
Der Molotov-Kill auf Man kennt's ja, war kein Selbstmord, aber. Ja, wie geht's weiter für die Mäuse? Gerade geht gar nichts zusammen bei ihnen. Völlig dominantes, ein völlig dominantes NWS auf T-Seite. Was wollte ich denn Styko? Ja, da gibt's nochmal ein Brettchen vor's Gesicht. So. Ja, jetzt geht's zurück, Sixer. Voilà. Nice Shot, sagt Happy nochmal, ja. Würde ich zustimmen. TP wird rüber gedroppt. Sunny hatte genug Geld dafür. Oscar kriegt die wieder. Also wir gucken mal gerade auf die Stats. Sunny, der Einzige, der so wirklich sein möglichstes abgibt. Also was gegen dieses starke Envy überhaupt geht. Das war auch interessant, dass er mit einer AWP direkt vorne hingeht. Okay. Sixer. Also ich glaube, Envy will Zeit aufholen von dem Game eben. Nach Gambit Robs. Ja. Der wurde bei B auch immer out of position gefangen. Das ist das Problem. Okay. Auch noch mit dem Styko. War das durch die Smoke oder über die Smoke? Ich glaube über die Smoke. Weiß gar nicht, aber. Kann nicht nur tappen, sondern auch sprayen. Hat sie mal hier. Ja. Brauchen wir nichts zu sagen. RPK mit 18 zu 8. Das hat 13 Runden. Er rennt einfach jedes Mal die obere Rampe raus. Und verteilt einfach ein paar Dinger. Der Tank überrollt den kompletten B-Spot. Und Mausbots können nur zuschauen. Also, Last Stand fast schon von den Mäusen. NWS kann das Maximum mit einer 14. Runde rausholen. Das ist auch sehr wahrscheinlich, vor allem wenn sie diese Runde auch noch gewinnen. Mausbots nächste Runde. Ach ja, 3-4. Hier gibt's nicht. Auch eine interessante Sache. Oscar jetzt etwas aggressiver Richtung obere Rampe. RPK hat da echt zu oft die Map Control schon bekommen. Also es stehen sehr kompakt Richtung Brown. Die Smoke Richtung Backtrain. Erster Phase geht in die Richtung von den Mäusen. Zweiter auch. Chris J. Sunny im Topper auch noch erfolgreich. Er ist noch happy, der ist bekannt. Styko holt ihn. 2 zu 12. Wichtige Runde für Mausbots. Oscar kann wieder auf die AWP vertrauen. Hat diesmal nicht die kleine UMP in der Linken. Auch wieder Richtung A-Spot unterwegs. Ich weiß nicht, letzte Runde war das eigentlich ein ganz guter Call, dass er bei B aggressiv gegenstand, konnte dadurch die Map-Control für sich holen. Happy wieder mit diesem Go Richtung Sandwich, wird rausgeflasht. Irgendwann muss Maus das doch mal auf dem Schirm haben. Chris J. guckt schon rein. Geht jetzt durch die Smoke nochmal zurück Richtung Ivy, aber die wird gleich auslaufen. Und da hat genau Happy das Timing drauf. Der ist komplett blind dafür. Chris J. kann ihn refangen, aber bei B ist schon der volle Go im Gange. Oscar mit einem Anschuss, nicht der volle Kill.
So, mal die Flash wird oben drüber bounced. Okay, steht aber in einer gefährlichen, vorwärtigen Position. Wurde gespottet, der Screamen. Oh, der nimmt den Fokus und dann piekt APK rein. Wunderbare Koordination bei den Franzosen. Langsam, aber sicher müssen wir also das Tempo anziehen. Die Bombe tickt und tickt. Genauso die Hoffnungen für Maus nochmal eine dritte Runde mit Drops. Fängt schon mal gut an. APK ist aber immer noch eine böse Sache drin. Ja, und das ist die Runde. Keine Zeit. Sixer hat's gewonnen. Oh, Drops, ja. Versucht es irgendwie zu kriegen. 13 zu 2 steht es zur Halbzeit. Happy ist auch direkt ready. Die wollen weitermachen. Pistol wäre Pflicht für das europäische Lineup. Sunny, Styko, Robs, Oscar und Chris J. Wir sehen es mal. Sunny, der kann immer noch mithalten mit den Top-Fraggern von Envious. Trotzdem steht die 2 auf dem Scoreboard. So, Team Switch in 5, also. Das ist eine CT-Seite zum Vergessen für Maus. Jetzt heißt es auf T besser machen. Zwei Runden würden NWS schon mal für eine gesicherte Overtime reichen. FHF. Mann. Ich glaube doch, dass Maus da die mentale Stärke zu hat zu holen. Chris J, ich glaube mit einer Small für fürs Z. Scream sagt aber nö, ich möchte hier schnell raus, es ist zu spät. Oscar jetzt mit dem Kill gegen Molotov oben in den Heaven. Oscar mit dem nächsten hat sich die USP von Scream geschnappt, macht da weiter, wo dieser eben aufhört. Oscar, dritter Tap. Sunny auch noch und es sieht nach der Pistol für Mausbots aus. Sixer. 1 gegen 3. Da hat Oscar aber gerade mal den Hammer ausgepackt. Ah, jetzt nicht überpieken, aber Chris J holt es auf die Close Range mit der Glock. Jetzt nicht in der Anti-Force bei in der Anti-Eco-Runde verspenden. zu 3, also immerhin schon halb so viele Runden wie letzte Hälfte. Ich bin Optimist. Maus, auf geht's. Sunny, du hast auf CT schon gut getroffen. Jetzt mach's auf T weiter so. Hat man auch gut gesehen. Sunny geht komplett rüber Richtung Popdog, wartet dann auf den Support von seinen Mates und geht dann erst weiter. A-Spot komplett eingenommen, Envy auf B relegiert. Scream wird nochmal versuchen, seine CZ zur Benutzung zu bringen, aber ich glaube, dafür hat Maus schon zu gute Afterplan-Positionen, dass sie die Runde noch abgeben würden. Aber es geht jetzt eigentlich nur noch um Geld, das sie mitnehmen müssen. Auch gut, dass Mausbots hier sehr gut in sehr viel in Rifles investiert hat, weil mit den SMGs hat man da doch manchmal Probleme gegen zum Beispiel eine CZ, die auf Close Range steht. Deswegen auch direkt investiert für eben diese dritte Runde. Und alle 10 Spieler überleben das hier etwa, oder wie? Ich glaube, es ist die erste Runde, die ich jemals gecastet habe, wo alle 10 Spieler überleben. Das lässt sich doch mal sehen. Ist das nicht schön? Pazifisten hier auf dem Server gerade. Weiter geht's. Die Gefahr lauert immer noch
im Detail. I envious. Stream geht schon mal Richtung Kickboard vor, kriegt jetzt den Molotow, muss dadurch zurück. Auf 33 HP schon. Ist er gespottet im Spot XMS. Direkter Headshot. Zani gespottet, nächster Headshot von XMS. Der jetzt aber auch noch einen kassiert. APK vom Z da. Oscar wird sich jetzt die AK schnappen. Scream, ist der bekannt? Chris J. Schon mal vor Sixer, hat versucht sich von hinten anzuschleichen. Hat er natürlich nicht getan, er ist gerannt, aber es hört sich ein bisschen besser an. Sad Happy ist aber immer noch geboostet. Gefährliche Position, Chris J. Super Winkel. Scream wartet ganz geduldig. 7 HP. Also, was er noch holen könnte, wäre eine Waffe, aber nice, Oscar. Nochmal vor, Chris. Oh, der checkt, glaube ich, nicht die Ecke dort. Und dann sitzt er. Also, Scream. Der hat da die ganze Zeit im MTW drin gesessen. Und dann am Ende, nur um dann am Ende so einen Headshot zu kriegen von dem Winkel, den er gar nicht anguckt. Also, Envious kann natürlich direkt einkaufen. Sie haben zwei Leute rausgenommen. Das ist schon mal ein bisschen Geld, was bei Mousebots wieder rausgeht. Wir sehen 6-4, 6-9, 5-2. Da gibt es noch drei Leute mit ordentlich Asche auf dem Konto. Geht wieder schnell Richtung A-Spot. Styko wird den Entry memen aus dem Popdog. Aus Main können sie noch nicht raus. Da ist die Smoke noch. Oh, oh, schöner Schuss. Mit der Flash sofort zurück. Also, Scream. Etwas zu früh reingepiekt. Also kleine Fehler, die eine Runde kosten können. Und beide am A-Spot schon tot. Sixer mit der AWP nochmal von Back Six. So, Flash drüber. Oh, Sixer hätte die dodgen können, aber die ist noch relativ weit weg. Das heißt, ihn nicht allzu lange flashen. Oscar jetzt von Ivy rausgegangen durch seine eigene Smoke, glaube ich. Also, Sixer und seine Mates werden wahrscheinlich die Waffen durchzubringen. Oscar wird nochmal geholt. Wird ihm nicht allzu wehtun, denke ich mal, dass er nächste Runde sowieso auf die AWP gehen wollte. Sonny wird sich mit dem Knife langsam vorpirschen. Aber APK hat den besseren Winkel, genauso wie Sixer. Also jetzt nicht noch mehr Waffen bitte reinspenden. Ist ein bisschen viel. Was da jetzt noch Geld rausgegangen ist. Hätten sie vielleicht sogar noch eine AK mitnehmen können. Chris J kann auf jeden Fall droppen. Der hat 9900. Ist nicht, wo der plötzlich das ganze Geld hat, der Holländer. SMS. Nur an der Diegel, aber wir haben es schon mal gesehen, dass er damit eine ganze Runde entscheidet. Jetzt schnell rum. Oh, Chris J hat er das gesehen, ja. Headshot sitzt, XMS wird er durchpushen. 3 HP bei Chris J. Nate wird dahinter fliegen. Styko schon den Mann auf dem Spot. Wir sehen XMS. Hat die AK aufgehoben, wollte gerade wechseln. Styko steht an der Smoke. Sixer weiß das nicht. Jetzt aber APK bekannt. Sixer, letzter Mann. Styko. Oh, Sixer. Gerade noch so. Wird nochmal aggressiv. Will der echt nochmal hier reingehen? Sunny hat ihn jetzt gesehen. Geht nochmal Richtung Spot. Also, das ist jetzt ein Gefähr. Der rennt durch den gesamten A-Spot. Oh, ich muss das Meme auspacken. Out middle, through our connector. Like a speed demon. Und
Ivy out middle. And through our connector. Wer es kennt. Wer es nicht kennt, einfach mal Foon Google. Aber erst nach dem Match. Erst nach dem Match. 7 zu 13. Wir haben doch nochmal ein Match hier an der Hand. Es sah sehr deutlich aus für die Franzosen. Mausbots hat sich jetzt aber zurückgearbeitet. Ganz viele Flashes vor. APK, ich glaube, den Schatten hat Robs gesehen. Spielt auf hoher Auflösung. Ähnlicher Approach wie Envy es auf ihrer T-Seite. Sehr viel anfängliche Kontrolle über Main oder B und Rampe. Happy rotiert jetzt rüber, hat AWP im Anschlag. Aber 3-0 nach oben, Robs fällt. Sunny zum Refragen da. Sunny, jetzt auch schon beim Öl zur Stelle. Nochmal eine Flash rüber, Scream jetzt auf die Kante. Der kriegt aber auch den Frag. Und XMS kommt von hinten, Scream weiß genau, wo er hin muss. Oh, Styko. Ist aber richtig schwierig für ihn. Er geht nur durch Bombtrain. Styko, keiner weiß, wo er ist, wirklich. Chris J jetzt aber auch bekannt. Er hat auch keine Granate mehr. 1-3 für ihn, Sixer. Wird ihn einfach abholen. 14. Runde für Envy. Und jetzt sehen wir, diese eine Runde könnte Maus ganz gut was gekostet haben. Weil eine Runde können sie nochmal einkaufen. Nächste wäre es dann vorbei. Vielleicht Asbot doch eher das Metier von den Mäusen. Oder geht's direkt raus durch die Smoke, Chris? Bevor er rauskommt, der fliegende Holländer, der jumpt da raus. Aber am Ende nicht in Styko. Oh, wird von der Smoke nicht angespielt. Sixer steht genau dahinter. Happy aber immer noch drin. Kommt jetzt von MTW Sunny nochmal mit einem Refrag. Robs gerade beim Smoke werfen, wechselt die Waffe und genau davor piekt er raus. Six holt auch noch den Sunny 1-2. Um nicht gegen die Franzosen die 15. Runde zu konzidieren. An einem AP Schaden, aber er kann bei B einfach planten. Das macht er aber auch sehr. Also. Ich verstehe es ja, dass Envy zusammenbleibt, aber Sixer hätte man schon mal mit der AWP zum Beispiel Richtung Öl oder so abstellen können. Sunny, 33 HP, ein Traum. Es gibt noch ordentlich Utility. Die erste auf den Sport, APK fällt. Jetzt gegen die AWP, das ist eine gute Chance. Die geht immer um den Zug rum. Smoke liegt, aber die Bombe liegt eben nicht genau da, wo sie dachten. Sixer, oh mein Gott! Das Timing. Das reicht auch noch von der Zeit. Gerade. Oh nein, es reicht nicht. Envy, es verliert die Runde, Maus. Himmel, Herrgott, war das eine knappe Runde. Diese eine Millisekunde, die Sixer dann noch verdattelt hat, indem er ganz, was weiß ich. Oh mein, war das knapp. Mausbots gerade nochmal den Map Point abgewehrt für Envious. Da hat die Mausefalle zugeklappt. Envious war genau drinnen. SMS hat sich schon die Diegel eingepackt. Also diese Runde gilt's. Envious geht es nochmal weiter. Mit der 15. oder holt sich Mausbots dann den Reset für Envious. SMS gespottet, Oscar hat das klar gemacht. Styko, es wird wohl wieder ein B-Go werden. Da ist aber die Close Range, das ist gefährlich. Vor allem, weil APK, der ist so gut drauf gerade. Chris J kriegt auch noch ordentlich mit. Von oben kommt aber der Support, Oscar. Den einen Happy geht jetzt durch. Oh, Oscar spottet das nicht, Chris J. Beinahe. Robs geht von hinten rum, macht den einen. Das Spray. Jetzt nicht ganz. Oh,
2 HP. Liebe Jung. Gerade noch so. Hier 10 zu 9. Eine Runde braucht Envy, um zumindest schon mal in die Overtime sicher zu sein. Aber sie müssen nochmal Eco. Letzte Runde war Eco. Double Eco. Franzosen. Scream. Oh, der erste ist gespawnt. Der muss da raus. Uiuiui. Gerade noch so. Fast geblockt worden von seinem Teammate. Jetzt Scream. Oh, nee, ich geh jetzt hoch. Aber sie holen es. Aber doch. Sunny. Also, der ist gerade die Lebensversicherung von den Mäusen und Chris J beendet es. Sunny, also muss nicht so viel machen wie auf CT-Seite vorhin. Deswegen, ich meine schon mal, was sind 7 Kills nochmal hinzugefügt auf T-Seite. Hört 10 zu 10 und jetzt sind sie in Schlagweite. Envy's, die werden immer wieder resettet. Dritte Runde in Folge für Maus, das heißt noch nicht der volle Loss-Bonus. Den gibt es erst in 2 Runden. Limitierte Utility, das französische Team. SK, immer eine gefährliche Sache gegen ihn bei Ivy zu pieken. Oh, Sunny und XMS, die warten nur auf einen. Aber Sunny, XMS gerade mit einem kleinen Step daneben. Das Bein gesehen, dadurch konnte sich Sunny vorbereiten und den Kill. Jetzt aber 2 bei Ivy. Sixer steht immer noch relativ aggressiv drinnen. Wird er? Oh, beinahe Challenge ja die Ecke. Okay, jetzt raus. Steht Orops aber schon drin, hat das genau auf dem Schirm. Jetzt ziehen sie das Tempo Richtung B an. Runter geht's. Einer schon gespottet, das war Happy. Lange Flash rüber. Da gibt's einen Touchdown. Ah, Touchdown für Orops. Happy rausgenommen. Sixer sieht Orops schon vorpushen. Sixer trifft nicht. Runde so gut wie sicher. Scream kann nur seine M4 noch durchbringen. Ich denke mal, die Runde wird außer Reichweite sein. Orops kommt aber schon rein. Also auf CT, was bei ihm nicht funktioniert hat, geht jetzt auf T-Seite bei B. Letzten Jahr schon in der ECS gezeigt, was der Junge wieder kann. Oh, Styko. Timeout für Envious. Ist es wieder so ein Timeout, das einen Rundengewinn nach sich zieht? Oder kommt Mousesports auf ihre 12. Envy kann eigentlich nur Pistols kaufen. Nächste Runde wäre der nächste, wäre der erste bei. Wieder nach dieser Echo. 10 Sekunden haben wir noch im Timeout. Auf geht's, Maus. Jetzt zeigt doch mal hier, was ihr auf C-Seite könnt. Aber dass das Game so verlaufen würde, hätte ich mir auch nicht ausdenken können. Gucken mal gerade. Ah, ich wollte gerade sagen, nicht ganz Symmetrie. 5, 6, 7 Runden. Hier war es 7 zu 1. Dann 5 Runden von Maus, bevor sie eine Runde wieder abgeben mussten. Ja, Deagles, TZs und so weiter. Ah, jetzt habe ich es gerade gezeigt. Da kommt der Observer nochmal rein mit dem Scoreboard. Schnell Richtung B. Sunny. A-Spot vorgehen. Oh, den einen hat er gesehen. Sixer. Scream. Er muss aufpassen. Gefährliches Unterfangen gegen den Deagle von Scream zu pieken. Aber B-Spot ist soweit frei. Rocks kriegt jetzt die Flash unten in den Spot. Wird aber von rechts in der großen Rampe gepickt. Jetzt holt er den nächsten Scream. Trifft nicht Rops mit dem nächsten Kill. Jetzt auch noch in Z drinnen. Rops. Dritter in der Runde. Sixer. Kommt in den Mixer. Ja, noch nicht. Er kommt nochmal raus, aber. Ah,
Also gegen die Xan. Holt auch noch den. Also, es läuft. Die Runden kommen eine nach dem anderen rein. Geld ist keine Frage mehr bei den Mäusen. Envy. Doppel-AWP. Das könnte die Economy sofort wieder raushauen. Aus den Angeln heben bei den Franzosen. Oh ja, ja, da gab es noch einen kleinen Ruckler. Nächste. Nochmal eine Smoke. Oh, der erste fällt. Chris J. versucht es wieder mit diesem schnellen Mango. Dann kommt aber die Nate rein. Oscar mit dem Boost auf Sunny. Beide kriegen halt diese HE vor die Nase. APK wurde wieder gesehen. Der zieht sich jetzt zurück. Oh, Robs. Der macht das richtig schlau. Sieht ihn jetzt. Ist aber gerade am runterfallen. Jetzt smoke das aus. Happy auch da. Jetzt kommt aber rüber rechts. APK Headshot. Styko. 3 gegen 5. Kann Mousebots die Runde nochmal holen? Oder Envy ist für die Gunrun vorbereitet in diesem Timeout. Oh, Oscar ist oben. Das hat Scream nicht gesehen. Scream! Da gab es doch letztens schon mal so einen Clip. Auf Newcast, glaube ich. 1:1 Trade. Oscar, jetzt ist Styko auch noch im Popdog drin. Ganz hinten bei B. Es könnte nochmal ein Bombplant geben, auf jeden Fall. APK ist nur am Spotten. Jetzt hat er die beiden gesehen. Weiß genau, wo es hingeht. Oh, Stufo kriegt den Edge und Happy. Beendet Oscars Leben. 15:2. Damit ist schon mal eine Overtime gesichert für die Franzosen. Mousebots muss nochmal 3 Runden zurückschlagen. Wenn es diese eine gibt. Wenn Mousebots diese eine Runde gewinnt, gibt es den Reset für Envy. Die können mal schwierig, also eigentlich auf jeden Fall. Sixer macht den ersten. Oscar. Paste trocken rein bei Ivy. Wird das aber mit dem Leben bezahlen. Jay, der nächste reinpickt. Sixer versucht den Flick. Wird aber erstmal nichts treffen. Jetzt mit 3 Leuten über Ivy. Also bei B hat es eigentlich gut funktioniert. Sie haben es eben einfach wieder mit diesem, ja, Chris J. Jump, du mal Main raus. Und dann gucken wir mal. Wenn du einen kriegst, geh mal hinterher. Wenn nicht, ziehen wir uns nochmal zurück. Gucken, was woanders geht. Das ist... Tschüss. Oh, Scream! Sunny jumpt ihm da vor die Flinte und der drückt einfach einmal ab. Einfach so, plopp. Eieiei, Mousebots, das fällt gerade auseinander. Sie sind sehr weit auseinandergezogen, wie Kaugummi. Einer bei Ivy, einer bei Main und jetzt Robs geht nochmal bei B vor. Wieder dieser Face von APK. Wieder bei Popdog seine Lieblingsposition anscheinend. Scream hat den ersten gesehen, geht jetzt Richtung Center, verändert seine Position. XMS kommt aber auch nochmal rum, die Bombe liegt, es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Chris J kann nochmal den einen machen, Sunny schreibt zum GG. 16:12, Mousebots wird sich ins Lower Bracket verabschieden. Und ja, was will man noch sagen? Wir sehen die Stats, Sunny mit 26 Kills, genauso wie der Topfragger. Bei Envy ist nämlich APK.